Ich glaube, ich rede zu viel. Ne? Ich meine nicht, dass ich zu viel verrate. Da muss man ja gar nicht so viel sagen. Das liegt ja auf der Hand. Aber ich glaube, ich rede zu viel. Ich versuche zu viel Vergleiche zu ziehen. Dabei ist das eigentlich alles gar nicht nötig. Vor ein, zwei Tagen lief auf Arte Der dritte Mann. Und den Film, den habe ich bestimmt schon drei oder viermal gesehen. Und ich kann mich irgendwie erinnern, es geht ja um diese Penicillin-Sache, dass man verpanschtes Penicillin verkauft auf dem Schwarzmarkt. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Also verdünntes Penicillin, gepanschtes Penicillin ist entsetzlich, weil die Krankheiten, ganz egal, was man dann hatte, immer noch schlimmer werden. Man wird schwachsinnig oder hat faulende Gliedmaßen oder sonstiges. Und jetzt versuchte man natürlich in dem besetzten Wien die Schieberbande da zu kriegen, die dieses verpanschte Penicillin da vertrieb. Und da gab es eine Szene. Und man sah eigentlich nicht viel. Man sah nur ein Krankenhaus, die kleinen Gitterbettchen, die kleinen Teddybärchen an den Betten und die unendlich traurigen Gesichter der Schwestern. Mehr sah man nicht. Und es bewog einen dazu, seinen Freund, der darin verwickelt war, zu verraten, einfach um dem jetzt an diesem Treiben ein Ende zu setzen. Seht ihr, das Rezept hätte ich mal ausprobieren sollen. Denn eigentlich muss ich euch doch gar nicht erst die Unredlichkeit, die Gemeinheit, die entsetzliche Folter, die Qualen auf dieser Welt vor Augen führen. Ich muss euch auch nicht eure Gehässigkeit, die Bösartigkeit, die Gemeinheit, dieses ewige sich aufspielen in Erinnerung bringen, die dazu führen, dass Menschen sich so verhalten. Und ich muss euch auch nicht erzählen, wie sehr er oft darauf oder sehr viele Menschen darauf lauern, dass dann mal Gott einschreitet und Gottes Gerechtigkeit mal wirkt. Das ist alles dummes Zeug. Denn hier kommt das traurige Happy End. Irgendwann rufen sie alle Gott an. Irgendwann ersticken sie in ihrem Mist so sehr. Dann rufen die natürlich nach Gott. Was denn sonst? Gott, hilf mal. Und hier kommt das traurige Happy End. Er hilft nicht. Weil du es selber tun könntest. Ich muss euch ja wohl nicht diese lächerliche Wichtigtuerei, diese maßlose, erbärmliche Eitelkeit und diesen unendlichen Hochmut vor Augen führen, den einige Menschen hier so beredt verfolgt haben. Die Hälfte der Menschheit fast. Die alle stolz darauf waren, dass sie einen Penis zwischen den Beinen hatten. Und sich darauf beriefen. Und das ist nichts anderes, aber darauf beriefen die sich. Und die andere Hälfte tat so, als wäre das richtig. Wisst ihr, hinter dieser Sache steckt ein Prinzip. Ein Prinzip ist stets männlich. Er steht da. Und ein Mensch kann sich überlegen, ob er das Prinzip erfüllen will oder nicht. Oder lieber ein anderes Prinzip, was ebenfalls männlich wäre. Ganz egal was. Nimm irgendeine Charaktereigenschaft. Ich muss sie euch aber jetzt gar nicht aufzählen. Und diese kannst du lebendig machen, durch das, was du denkst. Damit das, was du denkst, halbwegs was taugt, kannst du das, was du denken willst, kannst du deinen ganzen Denkapparat in die Kristallenergie bringen. Das kannst du. Du kannst es auch lassen. Die, die es lassen, schreien entweder Ausländer raus oder schreien nach Miteinander oder schreien, wir müssen gemeinsam was tun, gemeinsam gegen den Hass oder sie schreien danach oder sie wollen sich impfen lassen gegen irgendwas und schreien die Impfgegner nieder oder die Impfgegner schreien die anderen nieder. Oh Leute, es ist so unendlich müßig, so lächerlich.
aber so wirkungsvoll. Sehr wirkungsvoll. Wer das Ausmaß begreift, der versteht auch, dass sein Wohl und Wehe allein zwischen seinen beiden Ohren sitzt, nämlich und da, wo sein Wille ist, nämlich wenn er sagt, ich bringe jetzt alles in die Kristallenergie, weil ich es will, weil ich gereinigt sein will, ähnlich wie man sich entscheidet, sich von etwas zu reinigen. Wer nimmt eine Dusche und muss sich anhören, das hast du ja nur getan, um sauber zu werden? Das ist doch völlig lächerlich. Ja, schon. Beeindruckt mich mittlerweile nicht mehr. Ich habe heute ein paar Kommentare auf irgendwelchen Facebook-Seiten gesehen, gleich auf dem Portal da. Da waren da die Kommentare, da waren die Berichte, die waren alle so unendlich blöde. Dass ich mich echt gefragt habe, wie halten die das eigentlich mit sich selber aus? Die Antwort ist, das tun sie gar nicht. Sie halten es auch nicht mit sich selber aus. Und weil sie das nicht tun, fangen sie an, andere zu beschimpfen. Irgendwie so einer von diesen, die auch wieder mal nicht kapieren, meinte, nein, ihr seid doch nicht in der Lage, die Realitäten zu sehen. Oder die sind die Realitätsverweigerer, wir sind nicht mehr Herr im eigenen Land oder irgendwie so etwas. Meine Antwort dazu war nur, du fühlst dich nicht wohl in deiner eigenen Haut. Und darum fühlst du dich auch nicht wohl in einem Land, ganz egal, in welchem du wärst. Du siehst die Realität nicht. Weißt du, das Problem ist, dass ganz egal, was du siehst, wird für dich real. Ganz egal, was es ist. Und es wird wohl an der Zeit, dass du anfängst, alles in eine Reinigung, sprich in eine Kristallenergie zu geben, damit dein Gedenken nicht völlig verwirrt wird. Und wenn du glaubst, dass dir dabei irgendjemand helfen kann, dann hast du dich geschnitten. Ganz egal, an wen du dich da auch immer klammerst, er oder sie ist nicht dein Kindermädchen. Und da wir mittlerweile das Jahr 2023 haben und nicht mal das Jahr 1400 oder das Jahr 300 nach Christus oder ähnliches oder 200 vor Christus oder wie auch immer, sollten wir dahinter gekommen sein. Wenn du das nicht bist, dann hast du Pech. P.E.C. Keinen wird es kümmern. Dich wird es kümmern. Und du kannst genügend Hilfskräfte anziehen, die zumindest den größten Mist vom Leib halten, damit du halbwegs wieder Morgenluft schnupperst. Aber das war dann auch alles. Das war's. Die Hauptarbeit liegt natürlich bei dir. Du hast den Mist ja auch schließlich verzapft, in dem du steckst. Ich erlaube mir mal, noch einmal die Geschichte zu erzählen. Ich erzähle so gerne Geschichten aus der griechischen Mythologie. Wurde da nun zum Pluto geschickt. Der hielt nämlich zwei Gefangene bei sich. Weil einer sehr frech war, der kam hin, sein Freund kam mit, der musste mit, es war so eine Art Bringschuld, und der kam zu Pluto und wollte jetzt mit dessen Frau schlafen. Er sagte, ach Pluto, hast du das dagegen, ich hätte ganz gerne mal eine Nacht mit Persephone verbracht. Pluto war relativ überrascht, aber auch ziemlich perplex über so eine Frechheit. Es war natürlich eine Frechheit. Man geht nicht zu irgendeinem griechischen Gott und sagt ja immer, ich möchte mal ganz kurz mit deiner Frau bumsen. Also so nun auch wieder nicht. Aber Pluto war in diesem Augenblick nicht nur perplex, er war noch etwas anderes. Er war verschlagen. Ich sagte, aha, okay. Na gut, ich frage sie. Setzt euch so lange. Und das taten sie. Sie wären besser stehen geblieben. Denn da, wo sie saßen, das waren die Stühle des Vergessens. Mit anderen Worten, die beiden saßen da und vergaßen alles um sie herum.
Zum Schluss sogar, wer sie waren. Sie saßen einfach nur da. Kein Hunger, kein Durst, gar nichts. Sie saßen da und vergaßen alles um sich herum. Und die Stille des Vergessens bewirken sowas, aber sie bewirken noch was anderes. Sie fleischen sich ein. Man sitzt nicht lange auf einem Stuhl, ohne dass er nicht praktisch mit einem verwächst. Viel später erst sollte Herakles kommen und sollte versuchen, die beiden zu befreien. Der, der einfach nur mitgegangen ist oder mitgehen musste, bei dem gelang es ihm. Aber auch nur, wenn er mit aller Kraft, ich meine, es war eben Herkules, ist Herkules, er zog mit so einer dermaßen Kraft aus, an ihn, dass er ihn zwar loskriegte, aber die Hälfte seines Hinterns blieb dann an diesem Stuhl nun haften. Naja, besser nur mit der Hälfte seines Hinterns dumm als gar nicht. Also nicht, und er, nicht der unglückliche, befreite Gefangene, hastete jetzt hinterher Herkules her, um dann wieder aus der Hölle rauszukommen. Was sind wir? Nicht Herkules, leider nicht. Wir sind die anderen. Wir sind die, die auf diesen Stühlen des Vergessens sitzen. Wir haben alles vergessen. Sieh dir, das ist der Preis. Du kannst dich wirklich lange in etwas ganz Fürchterliches einrotieren, wenn du gerne willst. Erst als Beobachter, dann als kritischer Beobachter, dann als hilfloser Helfer, dann als Helfer, dann nochmal als hilfloser Helfer und bist du dann irgendwann ganz damit verwechselt. Und dann hast du alles vergessen. Du kannst alles in die Kristallenergie bringen, das hatte man dir von Anfang an gesagt. Aber von Anfang an hattest du es wieder vergessen. Du kannst das Leben genießen und wie? Ja. In vollen Zügen. Wenn du alles in die Kristallenergie bringst und diese somit belebst. Je mehr du in die Kristallenergie bringst, desto mehr hast du zur Verfügung. Und hör auf, jetzt irgendwelche Alibis vorzuschieben. Nein, ich muss mich erst darum kümmern. Aber ich muss auch noch das lernen und ich will auch das lernen. Und das muss ich doch auch verstehen. Und ich meine, die Himmelskunde, sie ist doch so interessant. Und die Astronomie und die Astrologie und die Astrophysik und all das. Und die ganzen Gesetze, die noch auf mich warten, entdeckt zu werden. In dem Augenblick, wo du ein wahnsinniges Geheimnis daraus machst und eine wahnsinnige Schwierigkeit daraus machst und eine Wissenschaft daraus machst, an der natürlich nicht alle teilhaben dürfen, natürlich nicht. In dem Augenblick fällt es dir sehr schwer. Tja, und je schwerer es dir fällt, desto schwerer machst du es dann auch anderen. Solltest du zufällig mitbekommen, dass jemand das eigentlich spielend leicht bewältigt hat, ja, dann wirst du also anfangen, da ist ja was Besonderes, da, bei dem ist es ja was anderes, bei dem ist es ja was anderes. Nee, Herzchen, das ist bei allen Menschen so. Du kannst alles in die Kristallenergie bringen. Aber dazu müsstest du das tun. Und dabei spielt es überhaupt gar keine Rolle, wie alt du bist oder welches Geschlecht du hast oder welcher Nationalität du angehörst. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man aus einer Familie kommt, die ein traditionsgebundenes Denken hat, wo man doch gerade mal der erstgeborene Sohn ist. Da muss man doch den Vaterstolz aufrechterhalten, muss man doch den Stolz der Familie aufrechterhalten. Was dazu führt, also du musst den Stolz der Familie aufrechterhalten, heißt also, du musst deiner Schwester erklären, dass sie dir für die Ehre der Familie zu sorgen hat. Mit anderen Worten, sie hat keinen Spaß im Leben. Du verbietest dir erstmal alles, du bist ja schließlich der älteste Sohn. Und selber bummst du durch die Gegend und freust dich deines Lebens. Eine tolle Idee. Meine Güte, haltet bloß die Klappe. Sowas gefällt einem gar nicht. Mir jedenfalls nicht. Ich bringe alles in die Kristallenergie. Und wenn noch jemand der Meinung ist, er muss irgendjemandem um sein Geld erleichtern, weil er der Meinung ist, der hat zu viel und ich habe zu wenig, dann frag mal warum. Ich habe nur dann sehr, sehr viel, wenn ich vorher viel in die Kristallenergie gebracht habe. Wenn ich das nicht weiß, wenn ich wieder auf die Erde komme und es dann nicht weiß, aber man sehr viel zur Verfügung habe, als hochwohlgeborene Tralala da wieder das Licht der Welt erblicke und keiner erzählt mir das, warum ich dieses Leben so vorgefunden habe, dann bin ich gekniffen. Aber so möchte ich mein Leben eben nicht leben. Ich möchte schon wissen, warum ich es gut habe. Ich möchte schon wissen, warum ich gerade mal das und das bekomme. Und ich möchte schon wissen, warum mir das und das im Weg steht und wieso das immer noch eine Blockade darstellt. Ich möchte das schon ganz gerne wissen. Ich lebe das, was ihr ein eigenverantwortliches Leben nennt.
ein selbstbestimmtes Leben. Wer hat dir eigentlich erzählt, dass du das Recht hast, ein glückliches Leben zu haben? Wer hat dir diesen Quatsch eigentlich erzählt? Du hast kein Recht, ein glückliches Leben zu haben. Du hast das Recht, alles in die Kristallenergie zu bringen, damit es glücklich wird. Das Recht hast du. Wer hat dir eigentlich erzählt, dass es eine gute Idee ist, wenn du allen anderen die Laune verdirbst? Wer hat dir das eigentlich erzählt? Und wer hat dir das erzählt, dass du allen anderen Angst machst, weil du der Meinung bist, dass du irgendwelche Gefahren siehst, die natürlich auf dich zukommen? Das ist richtig so. Und die werden dich auch verschlingen. Richtig so. Wenn du es versäumst, alles in die Kristallenergie zu bringen, ja, dann überschlagen dich die Wellen, was sonst? Ich habe das schon mal gesagt, ich habe hier keinen Wohlfühlsender. Ich wiege dich nicht in ein Wiegenlied. Und singe dir dann irgendwie so ein Lullaby oder sowas. Forget it. Ich erinnere dich daran, dass du alles in die Kristallenergie bringen kannst. Du bist der lebendige Teil des Lebens, solange du einen Atemzug in dir ist. Der lebendige Teil gehört zum weiblichen Prinzip, und wenn es dir noch so sauer ankommt, ja, hochwohlgeboren, oder Herr, sowieso. Sorry. Aber dein Stolz darauf, einen Penis zu haben, nützt dir nichts. Und das gilt auch für unsere Genderinnen. Dass sie zum weiblichen Teil des Lebens gehören, ist gar keine Frage. Jeder, der lebt, gehört zum weiblichen Teil. Zum weiblichen Prinzip. Also hört bitte auf mit eurem Gekicker und was weiß ich was alles. Wenn ihr der Meinung seid, dass ihr schminken wollt und Frauenkleider anziehen wollt oder sowas, dann tut es halt. Aber hört auf und sei mit auf den Wecker zu gehen, dass du es willst. Tu es einfach. Und halt die Klappe. Tja. Wann nun? Das liegt bei dir. Verantwortung für dein eigenes Leben hast du. Aber wage es nie wieder andere zur Verantwortung zu ziehen. Für das, was du im Leben zu erspähen glaubst, was du im Leben zu sehen glaubst. Es gibt sowieso alles. Da brauchst du mit niemandem zu diskutieren. Wenn irgendjemand der Meinung ist, er hat das Ungeheuer von Loch Ness gesehen, dann hat er es halt gesehen. Und? Was soll mich das beeindrucken? Und wenn jemand der Meinung ist, er redet mit Außerirdischen, dann redet er halt mit Außerirdischen. Das beeindruckt mich genauso wenig. Aber solange ich denken kann, bringe ich alles in die Kristallenergie, um meinen Teil der Abmachung einzuhalten. Ich hätte ganz gerne ein schönes Leben. Bitte, kann ich haben. Aber nur, wenn ich alles in die Kristallenergie bringe. Vorher habe ich was immer ich habe. Aber zunächst einmal habe ich ein sehr beschwerliches Leben. Wie soll es denn sonst gehen? Das ist ja dein Teil der Abmachung. Du kannst ein glückliches Leben haben. Das ist dir versprochen worden. Das kannst du haben. Und wirst du doch bekommen. Jetzt zu deinem Teil der Abmachung. Du bringst alles in die Kristallenergie. Und wenn es bis jetzt nicht passiert ist, dann, okay, dann fang jetzt wieder damit an. Also gut, dann hast du es mal versammelt, dann hast du mal die guten Karten mal alle verspielt, das kann passieren. Das ist ärgerlich, haben wir alles, ist alles passiert, das haben wir alle getan, das Spiel haben wir alle schon mal verloren, das ist nicht das Thema. Und wir waren alle schon mal auf einer echt blöden Seite, wir haben alle schon mal unseren Teil von Mist und Helm und was weiß ich was alles abbekommen, keine Frage. Wir alle lagen schon mal auf der Schreckbank und wir alle lagen schon mal in der Folterkammer und was weiß ich was alles, das haben wir alle schon mal getan. Das meinst du, warum ich so lange Finger habe? Das meinst du, wenn mir die früher alle langgezogen hat? Das tut heute noch weh. Aber das heißt nicht, dass ich mich heute noch pausenlos darüber beschwere. Hätte ich den Abstand heute dazu nicht, dann würde es wieder so wehtun früher. Und dann würde ich wieder schreien. Dann würde ich wieder mich über alles Mögliche beschweren. Keine Frage. Aber muss ich das denn? Nein, das muss ich nicht. Ich kann es auch genauso gelassen. Und stattdessen bringe ich alles in die Kristallenergie. Denn es ist natürlich richtig, immer nur alles geduldig ertragen, ohne es in die Kristallenergie zu bringen, heißt, dass du daran erstickst. Alles klaglos zu ertragen und ohne Murren,
alles hinzunehmen, was einem das Leben so gibt, das macht dich irgendwann zum Krüppel, das ist gar keine Frage. Aber sich lauthals darüber zu beschweren, nützt dir auch nichts. Du redest damit nur Unfug an. Aber alles in die Kristallenergie zu bringen, da hätten wir es ja, ne? Jetzt ist die Frage, wer das will. Zurzeit drängen sie sich gar nicht danach. Schade. Es würde nämlich ihre eigenen Probleme auflösen. Aber wie ich es an anderer Stelle schon mal bemerkte, sie möchten es gar nicht. Sie lieben die Rolle, die sie spielen. Sie lieben die Rolle des aufgeklärten Zeitgenossen. Und unser Professor Lesch oder unser Herr Precht oder so ein paar oder Herr Markus Lanz oder Maybrit Illner oder wie sie da nicht alle heißen, die helfen tüchtig nach, damit ihr euch ganz bestimmt aufgeklärt fühlt und immer ganz wichtige Fragen stellen. Und jeder, der diesen Quatsch dann sich anhört, der fühlt sich genauso wichtig und so besonders klug. Und so besonders intelligent. Und dann haben sie auch noch ZDF Wissen gesehen oder ähnliches. Und dann haben sie auch noch irgendwelche Report Mainz oder was weiß ich was gesehen. Und fühlen sich ungemein aufgeklärt. Nein, Freunde. Ihr versemmelt nur euer eigenes Denken. Ausgerechnet die Kraft, mit der ihr euch befreien könntet. Aber das Genialste ist eigentlich an dieser perfiden Art, dass euch das gar nicht auffällt. Und das noch wirklich perfidere daran ist eigentlich, dass ihr es allen Ernstes wagt. Also später jetzt vielleicht nicht, vielleicht glaubt ihr natürlich glaubt ihr nicht an einen Teufel oder so, nein, 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 da steht ja locker drüber. Bis euch der Mist so sehr bis hier steht, dass ihr sofort danach schreit, das war der Teufel, aber naja, das ist auch egal. Aber das noch perfidere dann ist, dass er es wagt, einem Teufel die Schuld zu geben. Oder irgendwelchen anderen kuriosen Menschen, wenn das da irgendwas, was ich weiß, auch gehört. Irgendwelche Sündböcke findet ihr auch immer. Tja, was sagte Lee Harvey Oswald? Oder Oswald, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Oswald, ne? Ja, genau. Lee Harvey Oswald. Ich bin nur der Sündenbock. So war's auch. Das wissen wir mittlerweile alle. Keiner glaubt mehr, dass das keiner ihn erschossen hat. Und ich habe neulich mal eine Quizshow gehört und da fragte derjenige ernsthaft, wer erschoss John F. Kennedy? Und da war die Antwort Oswald. Ist das nicht eine Frechheit, dass man euch das immer noch versucht zu erzählen? Ja, sag mal, wie blöd seid ihr denn? Ich meine, es ist letztendlich völlig egal, wen er erschossen hat, das ist völlig wurscht, aber dass man dann immer noch einen zum Sündenbock erklären muss, das ist daran so perfide. Dass dann wirklich passiert ist, das zweifeln mittlerweile die Spatzen von Dächern, das wissen ja noch mittlerweile. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Aber wer immer das jetzt weiß und wer immer jetzt begriffen hat, was da wirklich passiert ist, und sich dann auch noch, wer weiß, wie aufgeklärt fühlt, der ist wirklich nicht, der hat ein Rad ab. Darum geht es ja nicht mehr. Es geht um etwas anderes. Wir bringen alles in die Kristallenergie und dann sind wir frei. Wir müssen diesen ganzen Mist ja nicht mehr hören. Und darum sagte ich auch, für diese Erkenntnis zittert der Vatikan. Von dieser Erkenntnis zittert die Wirtschaft, was weiß ich was, Pharmazie, Medizin, die bibbern, damit die Menschen da nicht hinterkommen. Und die werden auch in der nächsten Zeit wieder irgendwelche Krankheiten aus dem Hut zaubern, damit ihr wieder irgendwelche Medikamente braucht. Und natürlich stürzt ihr euch da wie die Hammel drauf. Klar. Dabei fällt euch gar nicht auf, dass es doch darum überhaupt nicht geht. Glaubst du wirklich, dass es interessant ist, wie du deine 60 oder 70 Ehrenjahre rumbringst? Darum geht es überhaupt nicht. Die Frage ist, was du später vorfinden wirst. Was du überhaupt vorfinden wirst. Aus welcher Energie das hat, welche Kristalle sich da bilden, wie sieht das Gewebe aus? Darum wird das gehen. Es spielt auch gar keine Rolle, was man dir gibt. Wichtig ist, was du daraus machst. Jo. Blöd, ne? Für unsere Aussies-Revolutionäre und unsere
Wir hatten die ewig gestrigen Weltverbesserer. Also früher hat man ewig gestrige die Leute genannt, die nach der Nazizeit hinterher trauten. Aber heute würde ich mal sagen, die ewig gestrigen sind die sind unsere Umweltschützer oder unsere hier wie Umweltaktivisten oder so. Ich denke, eines Tages werden wir zu denen ewig gestrig sagen. Weil es da doch unser Geist umgeht. Die Umwelt wird ja heiler, die wird ja wieder gesund, die erholt sich ja wieder. Wenn der Mensch aufhört, sie zu zertrampeln, weil er sie gar nicht mehr zertrampeln kann, weil alles voller Kristallenergie ist. Wo wäre denn da der Nährboden für irgendwelche Umweltkatastrophen? Aber von rund 40.000 oder 42.000, wie viel haben Sie jetzt mittlerweile gesehen bei mir, die Videos? 42.000 oder was, weiß man schon mal, dass sie das mal gehört haben, aber nein, das auf gar keinen Fall wollten. Es hört nur auf, mich selber aufzuregen, weil ich frust nicht mehr. Es geht mich mittlerweile auch schon nichts mehr an. Also das Ganze ist eine Lernaufgabe gewesen. Ich hab's begriffen und höre jetzt auf, da jetzt mich da, wer weiß, wie reinzuhängen. Also ich brauche das echt nicht mehr. Das ziehen wir jetzt echt durch. Es ist mittlerweile ziemlich wurscht. Ich bringe alles in die Kristallenergie und damit geht mich euer ganzer Quark hier nichts mehr an. Ich muss ja damit irgendwie frei werden. Ich muss ja das Ganze ganz schnell abschütteln hier. Und das ging sehr schnell. Wenn man es einmal begriffen hat, immer das anscheinend. Man sitzt nicht mehr auf den Stühlen des Vergessens. Tja, ich hätte es sagen sollen, die Stühlen des Vergessens bewirken, dass ihr euch selbst vergesst. Und für den Fall, dass du es noch nicht mitbekommen hast, du kannst ja mal gelegentlich in einer Klapsmühle vorbei, mal gucken mal. Es sind lauter Sätze, sitzen alle drin, die alle sich selbst vergessen haben. In den Gefängnissen sitzen alle die sich selbst vergessen haben. Es spielt gar keine Rolle, ob sie des Verbrechens, dessen sie angeklagt werden oder angeklagt worden sind, ob sie das wirklich begangen haben oder nicht. Also, sie sind in der Nähe, dass man sie für so etwas verurteilen konnte. Tja. Und rate mal, wer vergessen hat, sich daraus zu befreien. Und erzähl dir bitte nicht, dass die anderen dich befreien müssen. Es war eine schöne Idee, als wir noch Kinder waren, da haben wir das gespielt, dass irgendwie so zwei, drei, vier, fünf Leute werden gefangen genommen, alle anderen mussten sie befreien oder sowas. Das haben wir gerne gespielt, das war der Hit unseres auf unserem Spielplatz. Ich war meistens gefangen, aber mich hat keiner befreit. War echt gemein. Aber das war mir eine Lehre. Da kommt keiner, um mich zu befreien. Aber ich kann mich befreien. Klar, muss ich dann auch schütteln. Darum sage ich es ja, bring alles in die Kristallenergie, dann schüttelst du das ja ab. Oder wie war das? Was stört dich daran? Was hat das bitte mit der Kirche zu tun? Gar nichts hat das mit der Kirche zu tun. Im Augenblick, eines glaube ich definitiv, dass die Pastoren, die Päpste, Bischöfe, Kardinäle und so weiter, dass die doch, doch hin und wieder beten die mal. Und zwar ganz, ganz innig. Und zwar, dass euch das nicht aufgeht. Darum bitten die ganz bestimmt und sehr, sehr innig. Dass ihr das bloß, dass ihr bloß da nicht hinterkommt. Ich glaube, dass auch jeder Sonntagspredigt, der Pastor nach Hause geht und sagt, Gott sei Dank wissen die Leute das nicht. Danke, Herr, dass Sie das nicht mitbekommen haben, dass Sie das auch alle genauso gut selbst in die Kristallenergie bringen können, dass Sie mich ja eigentlich gar nicht brauchen. Aber weißt du, wenn die dann jetzt hinterkommen, wo bleib ich dann? Ja, wo bleibt er dann? Er bringt alles in die Kristallenergie und da hat er genug mit zu tun. Aber es ist zu vermuten, dass unsere Kardinälchen und unsere Pasteurchen und Bischöfchen und was weiß ich was alles, die dann in Versammlung da im Vatikan abhalten, wenn man sich diese Nachtkappen oder diese Nachthemden da mal ansieht, mit den Käppis, es ist zu befürchten, dass sie es das wirklich nicht wissen. Wahrscheinlich glauben die das ganz erst, was die da erzählen.
Tja. Na, vielleicht spielen Sie auch bloß eine geniale Theaterrolle. Man weiß das schon. Ich meine, um ein Theaterstück aufzuführen, brauche ich Schauspieler. Und das ist gar keine andere Frage. Ich kann doch unmöglich ich kann doch nicht Hamlet aufführen, wenn Hamlet Ach, Gott, Entschuldigung. Aber ich kann Macbeth nicht aufführen oder Hamlet aufführen, wenn die nicht auf die Idee kommen, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten. Der Macbeth, der sich weigert, Duncan umzubringen. Wer hat zum letzten Mal gespielt worden? Und der Hamlet, der seinem Vatergeist sagt, hör mal, es interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wer sich umgebracht hat. Sorry, aber ich habe echt Lachkoller, weil ich mir das gerade vorstelle. Okay, Entschuldigung, ich habe mich schon wieder angekriegt, aber gut. Gott, das wäre nochmal eben hier. Entschuldigung, es war noch drin. Sorry dafür, aber es ist doch wahr. Also der Macbeth, der sich weigert, Duncan umzubringen, der wird zum letzten Mal aufgeführt. Und der Hamlet, der zu seinem Vatergeist hat, der mal, Papi, ist mal eines Seines umgebracht worden bist, aber sorry, aber ich war das doch gar nicht. Und es geht mich auch nichts an. Der wird zum letzten Mal aufgeführt worden. Es braucht solche Theaterschauspieler. Ja, es braucht solche Schauspieler, aber die hier auf der Erde sind und hier auf der Erde leben, wissen die das, dass sie nur ein Theaterstück aufführen? Ihr wisst im Grunde genommen genauso gut wie ich, dass die Hälfte der Show, die ihr habt, hier Theater ist. Das Dumme ist nur, dass es die Haie da draußen nicht wissen. Ihr führt ein solches Theater, aber entschuldigt bitte gerade diese Nachkoller, aber es war wirklich absurd. Aber ihr führt mittlerweile ein solches Theater auf und spielt eine solche bühnenreife Szenen da ab. Dabei müsstet ihr das doch eigentlich ganz genau wissen. Ihr wisst wirklich und ihr wisst genau und letztendlich spürt ihr das auch, dass die Hälfte der Show, die ihr abzieht, Theater ist. Und das Dumme ist aber, dass die anderen das nicht wissen. Und dass sie dich genauso schnell verschlingen können wie alles andere auch. Eine Sarah Wagenknecht weiß das nicht. Und alle anderen wissen es auch nicht. Und wenn ihr echt Pech habt, wenn ihr richtig, richtig, richtig Pech habt, wisst ihr das auch nicht. Aber dem Leben ist das eigentlich ziemlich egal. Dem Leben ist alles eins. Es spielt gar keine Rolle, mein Gott, ob du vom Hai gefressen wirst oder ob du durch einen Pistolenschuss umkommst oder ob du ganz einfach friedlich in deinem Bett stirbst. Das ist doch dem Leben egal. Ist doch völlig wurscht. Aber wenn dein Leben so abgelaufen ist, ist es abgelaufen. Und wie du dann umkommst, ja. Und in was du dich verstrickt hast, ja. Das war dann deine Entscheidung. Hat dir irgendjemand gesagt, du sollst ja so einer Meute hinterherrennen? Nein, hat dir nicht. Schäme mich für den Nachkoller gerade. Ich stelle mir das so niedlich vor. Und auf einmal so eine ganz tolle Aufführung kommt, und dann ist, sorry, dann ist ja 3 Minuten zu Ende. Aber das ist das, was sich in eurem Leben abspielt. Also, hör auf damit. Hör auf damit, den Dummen zu spielen. Du merkst es vielleicht nicht, aber die, die dich als Helden feiern, die brauchen eine Pappnase, hinter der sie sich verstecken können. Und wenn du noch heroisch davor stehst und dich praktisch als Zielscheibe da präsentierst, kneifen die anderen aus. Die gehen ganz schnell woanders hin. Nee, Leute, so geht das nicht. Ihr müsst schon wissen, was ihr aus euch macht.
Und die Befreiungsenergie in diesem Leben heißt wirklich Kristallenergie. Ist gar keine Frage, die kannst du nicht verderben. Also niemand, der nach Kristallenergie ruft, der sie nicht auch bekommt. Aber jemand, der es wagt, sich aber lustig zu machen, was ja auch schon ein paar Mal passiert, ja, da kann er lange ran, da kann er lange rufen. Wenn er das ernst gemeint hat, dass er das diesmal ganz ehrlich und das wirklich innerlich merkt, dann brauchst du keine äußere Buße zu tun, auch wenn das mal alle sagen, dass du da ein Büßerhemd anziehen sollst und am besten dafür irgendjemand zu Kreuze kriechen sollst. Also, nimmt das sowieso keiner ernst. Aber du selber müsstest schon wissen, was in dir los ist. Wenn du wirklich frei werden willst, dann bist du es auch. Aber nur dann. Dann lernst du es auch und dann beherrschst du es auch. Ich sag ja, man bringt nicht sagen wir mal ein halbes Jahr getreulich alles in der Kristallenergie, ohne dass sich das nicht in einem selber einrotiert. Das gibt es nicht. Darfst du nicht ernsthaft, dass du es dir zur Gewohnheit machst, morgens, mittags, abends und noch die ganze Zeit dazwischen, immer wieder zu sagen, so, das nervt hier gerade mal, ist echt blöd, aber das bringe ich jetzt in die Kristallenergie und jetzt ist gut hier. Du glaubst ja nicht ernsthaft, dass du das über ein halbes Jahr oder ein Jahr machst, ohne dass sich das in dir nicht einrotiert, dass es nicht eine feste Gewohnheit wird. Ja, aber wenn es eine feste Gewohnheit ist, dann hat sich das in dir eingefleischt. Dann bringst du ja schon eine Kristallenergie nach, bevor die anderen Hallo sagen. Okay. Ich danke fürs Zuhören. Sorry nochmal für den Nachkoller, aber manchmal, einfach jetzt mal ganz ehrlich, kommt euch das nicht selber schon ein wenig absurd vor. Also mir ja. Mittlerweile finde ich es echt nur noch blöd. Also das ist mir vorhin so aufgefallen, als das da gab es da wieder so ein paar Pappnasen, ja, so ein Gequatsche da von sich kam. Und dann dachte ich so mal, meinen die das eigentlich ernst? Und das sind die, die ich auch gerade gemeint habe. Die wissen genau, dass die Hälfte der Show, die sie abziehen, Theater ist. Aber die, denen sie später zum Opfer fallen, wissen das nicht. Und sie tun so, als wüssten sie, oder sie tun so, als wüssten sie das nicht und bedienen sich trotzdem. Das Buffet ist eröffnet. Sehr vorsichtig, dass du nicht das Hauptgericht bist. Also, alles Gute dir. Vergiss dich selbst nicht. Alles Gute. Tschüss.